Wer sich gesund ernähren will, der soll Fertigprodukte vermeiden. Sie sind super ungesund, hört man immer wieder. Und manche sprechen sogar vom neuen Rauchen. Aber wie schlimm sind Fertigprodukte wie Tiefkühlpizza, Dosenravioli, Instantsuppen eigentlich wirklich? Bei der Recherche haben wir überrascht festgestellt, nicht alle verarbeiteten Lebensmittel sind ungesund. Welche du entspannt weiteressen kannst und von welchen du vielleicht besser die Finger lässt, das erfährst du jetzt. Einfrieren, sterilisieren, Zusatzstoffe dazu, das sind alles Dinge, die schon seit Jahrzehnten gemacht werden, um Lebensmittel haltbarer zu machen oder um sich zu Hause einen Vorrat anzulegen. Und moderne Fertigprodukte sind ja sogar gleich ganze Mahlzeiten. Und obwohl sie so viele Vorteile haben, haben sie ein schlechtes Image. Man muss aber dazu sagen, Fertigprodukt ist nicht gleich Fertigprodukt. Das liegt daran, dass es unterschiedliche Kategorien von Verarbeitung gibt. Das wird mit dem sogenannten NOVA-Score eingeteilt. Damit du mal einen guten Überblick hast, hier eine Grafik. Die Stufen 1 bis 3, die sind eher unproblematisch. Dazu gehören minimal bis normal verarbeitete Lebensmittel, zum Beispiel Reis und Haferflocken. In Stufe 2, da sind Olivenöl und Essig drin. In Stufe 3, Gemüse in der Dose oder auch frisches Brot. All diese Lebensmittel sind zwar verarbeitet, aber erstmal nicht ungesund, wenn man sie in Maßen isst. Die Lebensmittel, die eben einen besonders schlechten Ruf haben, das sind die stark verarbeiteten Lebensmittel, also Gruppe 4. Ultra-Processed Foods. Dazu gehören zum Beispiel Fertigsoßen, Süßigkeiten, sowohl verarbeitete Fleischprodukte als auch vegane Fertiggerichte, die ich tatsächlich sehr regelmäßig esse, und unsere beliebte Tiefkühlpizza. Stark verarbeitet heißt, es passieren da ganz schön viele Dinge, bis du zum Beispiel die Tiefkühlpizza in deinen Backofen schieben kannst. Stell dir das Getreide vor, aus dem ja das Mehl für den Pizzateig kommt. Erstmal entfernt man die Schale und die Faserstoffe. Das Getreide wird dann gemahlen, Gewürze wie Zucker und Salz kommen dazu, Hefe und Backtriebmittel, damit der Teig lecker fluffig wird. Dann wird noch Fett zugesetzt für den guten Geschmack, Antioxidantien, damit die Pizza lange haltbar bleibt, Emulgatoren, die dafür sorgen, dass sich Fett gleichmäßig verteilen kann, Farbstoffe, damit es schön aussieht, Stabilisatoren, damit die Produkte schön in Form bleiben. Also ihr seht, da wird eine ganze Menge gemacht. Und jetzt gibt es schon eine ganze Weile Forschung dazu, die sich angeschaut hat, was das mit unserem Körper macht, wenn wir viel von solchen verarbeiteten Lebensmitteln essen. Also, wie ungesund sind Fertigprodukte wirklich? Generell gilt, Ernährungsstudien sind schwierig, denn um es mal plakativ auszudrücken, Menschen sind keine Versuchsmäuse, denen man über einen längeren Zeitraum und genau kontrolliert bestimmte Lebensmittel geben könnte. Ernährungsstudien basieren meist auf Befragungen. Mehr Details findet ihr dazu in unserem Artikel. Aber die Beweislage gegen hochverarbeitete Lebensmittel hat sich deutlich verdichtet. Also das sieht man schon, es gibt mittlerweile wirklich viele Studien, es gibt auch sogenannte Systematic Reviews und auch Meta-Analysen, die dann ja quasi das zusammenfassen, diese vielen einzelnen Studien. Und auch ganz neu dieses Jahr im Februar ist so ein Umbrella-Review rausgekommen, der noch einmal quasi eine Übersichtsarbeit ist von allen Meta-Analysen. Und auch da sieht man, die Evidenz ist schon stark. Dabei kam heraus, der Konsum von hochverarbeiteten Lebensmitteln steht in direktem Zusammenhang mit Typ-2-Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf- und Magen-Darm-Erkrankungen und sogar mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Angsterkrankungen. Aber das gilt nicht für alle hochverarbeiteten Lebensmittel. Eine weitere Studie hat nämlich herausgefunden, bei manchen Getreideprodukten scheint es keinen Zusammenhang mit Krankheiten zu geben. Wer gerne Frühstückscerealien und abgepacktes Vollkornbrot isst, hat demzufolge kein höheres Gesundheitsrisiko. Für die folgenden Produkte besteht jedoch wahrscheinlich ein Gesundheitsrisiko. Abgepacktes Weißbrot, verarbeitete Fleischprodukte wie Salami, Wurst und Schinken, gesüßte Getränke, viele Fertigsoßen und Fertiggerichte wie unsere beliebte Tiefkühlpizza leider. Aber woran liegt das? Warum sind Fertigprodukte ungesund? Zum einen ist es so, dass Fertigprodukte weniger wertvolle Nährstoffe besitzen. Denn bei der ganzen Verarbeitung von Lebensmitteln gehen häufig einfach Vitamine und Mineralstoffe verloren. Und weil bei der Zerkleinerung auch Pflanzenfasern verloren gehen, fehlen auch Ballaststoffe. Und das ist ein Problem, denn die braucht unser Körper ja für eine gesunde Verdauung. Zum anderen enthalten Fertigprodukte, und das ist für euch wahrscheinlich jetzt nicht überraschend, oft besonders viel Salz, Zucker und Fett. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wir haben euch ein paar Videos in der Description verlinkt. Es wird aber nicht nur Salz, Zucker und Fett zugesetzt, sondern auch noch andere Stoffe. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Zusatzstoffe. Einige wirken sich direkt spürbar und auch sichtbar auf unseren Körper aus. Bestimmte Zusatzstoffe wie Azofarbstoffe können bei empfindlichen Menschen Unverträglichkeiten auslösen.
Die Symptome sind wie bei einer Allergie, also zum Beispiel Hautausschläge oder das Gesicht schwillt an. Und es gibt den Verdacht, dass sie Hyperaktivität bei Kindern auslösen. Und deswegen muss, wie ihr hier seht auf dem Bild, auch dieser Warnhinweis auf den Verpackungen stehen. Manche Stoffe erhöhen aber auch langfristig das Risiko für Symptome und Krankheiten. Wir haben uns drei davon mal genauer angesehen. Verdachtsfall Nummer 1, Transfettsäuren. In allen Zellen in unserem Körper besteht die Membran zum großen Teil aus Fettmolekülen, die wiederum Fettsäuren enthalten. Und generell sind Fettsäuren lange Molekülketten. Und für euch ist jetzt wichtig, es gibt Fettsäuren, die haben einen Knick, und es gibt auch Fettsäuren, die sind gerade. Fettsäuren mit Knicken verleihen der Zellmembran eine gesunde Elastizität und die einzelnen Moleküle können sich gut bewegen. So, und wo kommen jetzt diese Fettsäuren her? Zum Teil tatsächlich aus den Fetten, die wir essen. Bei der Lebensmittelverarbeitung der Fette kann es aber passieren, dass sich die Struktur ihrer Fettsäuren verändert. Und zwar so, dass aus der Knickform eine gerade Form wird. Und diese nennt man dann Transform und deshalb heißen sie auch Transfettsäuren. Werden dann Fette mit Transfettsäuren in die Zellmembran eingebaut, können die sich dicht an dicht lagern. Die Membran wird dadurch starr und unbeweglich und funktioniert auch schlechter. Die genauen Mechanismen werden aber noch erforscht. Klar ist aber, dadurch steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Außerdem erhöhen Transfettsäuren die Konzentration von schlechtem LDL-Cholesterol, was ebenfalls das Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall ansteigen lässt. Die gute Nachricht ist, in der EU gibt es seit 2021 eine Obergrenze für Transfettsäuren in verarbeiteten Lebensmitteln, die Hersteller einhalten müssen. Kommen wir zu Verdachtsfall Nummer 2, Nitrit. Wichtig für alle Fleischesser. Verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren werden in der Regel mit Pökelsalzen konserviert. Darin sind Nitrate enthalten. Die sind erstmal unproblematisch, aber sie werden vom Körper in Nitrite und weiter zu Nitrosaminen umgewandelt. Und die können Krebs verursachen. Die WHO stuft deswegen verarbeitetes Fleisch als krebserregend ein. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt deswegen nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Fleischwaren pro Woche zu essen. Wie ist das bei euch? Esst ihr mehr oder weniger Fleisch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Jetzt noch Verdachtsfall Nummer 3, Emulgatoren. Emulgatoren haben wir vorhin bei den Verarbeitungsschritten ja schon mal erwähnt. So, und was machen die jetzt? Wir haben hier mal ein bisschen was vorbereitet. Wenn man zum Beispiel Wasser und Öl versucht zu mischen, haben wir jetzt hier schon drin, Wasser und Öl, das Öl schwimmt oben. Durch Schütteln scheint es nicht so gut zu funktionieren. Das Öl geht wieder nach oben, erst bilden sich kleine Tröpfchen und dann wird es wieder so eine einheitliche Schicht. Lässt sich also so nicht gut vermischen. Wenn ich jetzt aber einen Emulgator dazu tue, jetzt in unserem Experiment nehmen wir einfach mal Spüli und nochmal mische, sieht man, das bildet eine einheitliche Schicht. Bei verarbeiteten Lebensmitteln ist es jetzt natürlich kein Spüli, sondern es sind essbare Emulgatoren. Und die machen dann zum Beispiel, dass in der Mayonnaise sich das Öl nicht vom Essig trennt und die Konsistenz angenehm bleibt. Neue Studien zeigen aber, bestimmte Emulgatoren können das Mikrobiom verändern. Also die Zusammensetzung von Bakterien und anderen Mikroorganismen in unserem Darm, die für die Verdauung und unser Immunsystem essentiell sind. Und es kann sein, dass sie die Darmschleimhaut angreifen, indem sie die Darmbarriere schwächen und Entzündungen begünstigen. Das könnte den Darm in seiner Funktion einschränken und chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wie zum Beispiel Morbus Crohn, begünstigen. Wie hoch das Risiko ist und wie viele Fertigprodukte mit Emulgatoren man essen müsste, um wirklich krank zu werden, lässt sich aber noch nicht sagen. Aber auch die Kombination von verschiedenen Zusatzstoffen kann problematisch sein. Es ist ja nicht nur ein Zusatzstoff dann, sondern es sind dann eine Vielzahl von Zusatzstoffen. Und die werden dann kombiniert und das ist dann halt auch schwer vorab. Also es gibt ja, wir haben ein gutes Lebensmittelsicherheitssystem, wird das natürlich schon auch untersucht. Aber man kann diese Kombination oft nicht dann absehen und vor allem nicht die Langzeitfolgen. Klar ist, je mehr Zusatzstoffe und je stärker ein Lebensmittel verarbeitet ist, desto weniger hat es mit dem ursprünglichen Ausgangsprodukt zu tun. Wir erinnern uns an das Getreidekorn, aus dem irgendwann die Pizza wird. Und durch diesen Verarbeitungsprozess entstehen Produkte, die ganz neue Fähigkeiten haben. Und damit sind wir beim nächsten Punkt, warum sie ungesund sein können. Fertigprodukte tricksen nämlich unser Sättigungsgefühl aus und verführen uns so dazu, mehr zu essen, als wir eigentlich brauchen. Normalerweise ist das so, dass der Körper, wenn wir essen, eine Weile braucht, bis er das Signal ans Gehirn sendet, so, ich bin satt, genug gegessen. Bei Lebensmitteln, die wenig verarbeitet sind, also noch Fasern und Ballaststoffe enthalten, dauert es, bis wir sie gekaut und runtergeschluckt haben und wir uns entsprechend auch satt fühlen. Das passiert nach ungefähr 20 Minuten.
Bei hochverarbeiteten Lebensmitteln ist das ein bisschen anders. Weil sich in den Verarbeitungsschritten ihre Textur verändert hat, sind sie eher weich. Wir müssen wenig kauen und essen dadurch eher schneller. Teilweise auch mehr. Fallen euch da irgendwie direkt auch Beispiele ein? Schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Es kommt noch was dazu. Diese Lebensmittel haben außerdem eine hohe Energiedichte, also viele Kalorien auf wenig Essen. Ehe das Sättigungsgefühl einsetzt, haben wir bereits fast die ganze Fertigpizza verdrückt und damit mehr Kalorien, als wir eigentlich benötigen. Diesen Effekt konnten Forschende auch bei einem Experiment nachweisen. Zwei Gruppen mit je 10 Personen durften 2 Wochen lang so viel essen, wie sie wollten. Die eine Gruppe nur hochverarbeitete Lebensmittel, die andere Gruppe nur frische und minimal verarbeitete Lebensmittel. Die erste Gruppe nahm im Schnitt 500 Kilokalorien mehr zu sich als die zweite pro Tag. Kein Wunder, dass diese Probandinnen und Probanden auch im Schnitt 1 Kilo während der 2 Wochen zugenommen haben. Nun muss man sagen, das waren nur sehr wenige Probanden, aber eben eine der wenigen Studien, in der wirklich genau geguckt und kontrolliert wurde, was essen die Teilnehmenden und welche kurzfristigen Folgen hat das. Daher ist die Studie durchaus wegweisend. Es kommt noch ein weiterer Effekt dazu. Wer die Tiefkühlpizza liebt und regelmäßig auf dem Speiseplan hat, greift auch eher zu Pommes, fertiger Lasagne oder anderem Convenience Food. Weil ein Fertigprodukt macht einfach Lust auf andere Fertigprodukte. Unser Gehirn speichert den Verzehr von solchen Lebensmitteln mit viel Fett, Zucker, leicht kaubar und so weiter unter Genuss ab und will dann davon einfach immer mehr. Und je mehr Fertigprodukte man isst, desto weniger gesunde, frische Lebensmittel kommen mit nach Hause. Also, was heißt das jetzt für unseren Alltag? Wie viele Fertigprodukte sind okay? Es würde uns das Leben einfacher machen, so eine konkrete Regel zu haben. So viel ist okay, so viel nicht. Aber leider gibt es keinen wissenschaftlich basierten Grenzwert für Fertigprodukte. Dafür aber eine wertvolle Empfehlung für den gesunden Umgang. Es ist jetzt nicht so, dass man kein einziges hochverarbeitetes Lebensmittel essen darf, sondern es ist auch da macht wieder die Dosis macht das Gift und es gibt ja auch Dosis-Wirkungsanalysen. Also man sieht, je höher der Anteil ist in der Ernährung, desto höher ist das Risiko. Also wenn ich weiß, vorwiegend ernähre ich mich eigentlich mit frischen Zutaten oder koche auch regelmäßig, kaufe mir die Produkte ein und nur ab und zu greife ich zurück, wenn ich einen stressigen Tag habe und ich muss dann doch mal ausweichen auf ein hochverarbeitetes Lebensmittel, dann ist das okay. Puh, also ab und zu mal Fertigprodukte zu essen ist völlig okay, wenn man sich ansonsten gesund genug ernährt. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr eher Team Frisch Kochen oder Team Fertigprodukte? Verratet uns doch mal in den Kommentaren oder schreibt uns, falls ihr noch Fragen habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, vielleicht interessiert euch dann auch, was Salz eigentlich in eurem Körper macht und wo das überall drin steckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.